So, herzlich willkommen zu einem weiteren Livestream von mir. So, Moment mal, hier muss ich noch ganz kurz mich anmelden. Ah ja, gut, das hat geklappt. So, wir wollen auch gleich weitermachen, im Endeffekt genau da, wo wir stehen geblieben sind, im letzten Stream. Ich habe schon ein bisschen debuggt, aber noch nicht wirklich viel, also es... Wir haben eigentlich immer noch das Problem hier mit den, mit unserem eigenen Sprite-Batch, der irgendwie nicht so ganz funktionieren will. Das heißt, wir dürfen uns da dann gleich erstmal ans Debuggen setzen und schauen, ob wir da irgendwie herausfinden, woran es liegt. Ich habe so ein paar Ideen, aber ja, so ganz sicher bin ich mir da auch nicht. So, Erik und Shadow Project MAKS, an euch beide schon mal einen wunderschönen guten Tag und an den Florian natürlich auch. So, gut, das installiert noch. Genau, und zwar eine Sache, die mir schon mal aufgefallen ist, ist folgendes. Wenn wir mal in unseren Planeten gehen, im Rendering, dann rendere ich den Boden aktuell mit einem Sprite. Und wenn wir hier dann das Ganze aufrufen, hat man das bisher so gemacht, dass wir quasi das Sprite.draw aufrufen. Und das wiederum ruft dann unseren Sprite-Batch auf. Der ist damit aber nicht so ganz kompatibel, weil das Sprite hält quasi seine eigenen Vertices und so weiter bereit. Die werden dann in dem Fall im Endeffekt nur in den Sprite-Batch rüber kopiert. Aber dadurch, dass unser Sprite-Batch ja noch eine Z-Komponente hat, funktioniert das also nicht. Das heißt, wir müssen hier so oder so mit diesem Call hier arbeiten. Allerdings, wenn ich das hier aktiviere, dürfte es eigentlich auch schon abstürzen. Wir können es mal ganz kurz im Debug-Modus starten und schauen einfach mal, was passiert. So, anonymer Panda, an dich auch schon mal einen wunderschönen guten Tag. Willkommen. Und Momo ist auch mit dabei. An dich natürlich auch einen wunderschönen guten Tag. So. Genau, wir starten einfach mal und ich rendere jetzt im Endeffekt gar keine Ground Sprites, sieht man hier ganz gut. Ah ja, okay, so funktioniert es nämlich sogar, weil so haben wir so wenig Dinge, die wir zeichnen, dass wir nie flashen müssen und dementsprechend haben wir kein Problem. Sobald ich hier aber das Rendern des Bodens wieder anmache, mache ich mal ganz kurz, werden die Probleme wieder kommen. Übung wegen Firmung, alles klar, gut. Stimmt, es ist immer abends, ja. Das hatte ich natürlich auch vor einiger Zeit. Die Firmenübungen, die waren immer so wunderbar spannend. Naja. So, ja, die sieht man schon, dass da ist eigentlich eine ganze Menge sogar kaputt. Nicht nur das eine, da ist irgendwie sogar noch mehr kaputt. Aber soll das hier eigentlich... Naja, wir schauen mal. Das ist auch ein bisschen merkwürdig, weil eigentlich, da wird hier wird eine Exception geworfen. Aber statt, dass er hier irgendwie dann in den Debug-Modus geht und Breakpoint setzt, stürzt er komplett ab. Das finde ich mir ein bisschen merkwürdig. Soll er nicht eigentlich im Debug-Modus dann einfach einen Breakpoint setzen? Naja, wir können ja Folgendes machen. Der Code hier gehört ja im Endeffekt uns. Das heißt, wir machen hier einfach einen Try-Catch. Catch und schau mal, was für eine Exception da auftritt. Illegal Argument Exception. Illegal Argument Exception E. Und in dem Fall sagen wir einfach Yield. Kann man das machen? Ne, das gibt es hier scheinbar nicht. Was kann man da mal für einen Befehl reinmachen, damit wir hier gut breaken können? Den. So. Gut, jetzt, wenn wir es jetzt ausführen, dann sollten wir eigentlich im Breakpoint landen, hoffe ich mal. Okay, ich habe dich ins kalte Wasser geworfen, weil ich GLM genutzt hatte und du mit C versucht hast zu folgen. Das stimmt, ja. Später, ich werde ja sogar noch zeigen, so ein bisschen, wie man sich selbst sowas Ähnliches wie GLM aufbauen kann, in der Mathe für Spielentwicklerreihe. Das heißt, theoretisch könnte man da dann dem Ganzen folgen. Ich bastel nämlich selbst aktuell an sowas in der Art. Da kann man ganz kurz drauf gehen. Bei mir ist für Vulkan das nochmal ein Tick anders, aber
Grundprinzip ist eigentlich sehr ähnlich. Und hier habe ich eben auch meine, gut, das heißt 500 Zeilen lang insgesamt, die Mathebibliothek hier. Und ja, kann so das wichtigste Zeug schon machen. Ich bin da gerade dabei, im Endeffekt eine Kamera hier zu implementieren. Also man kann sich es durchaus selbst basteln und es ist gar nicht so übertrieben schwierig. Also ja, wie gesagt, 500 Zeilen, das geht eigentlich noch. Dafür, dass ich hier 2D, 3D, 4D Vektoren, Matrizen, perspektivische Projektion, orthogonale Projektion, Matrixmultiplikation. Ich bin auch so ein bisschen dabei, das Ganze mit SIMD zu beschleunigen. Naja, das ist so das, was ich privat aktuell mache. Ob das Radio im Hintergrund ist? Nee, das ist eine Playlist und zwar hier auf Spotify. Das ist die sogenannte NCS Releases Playlist, hier oben steht's. Das sind eben No Copyright Sounds, das heißt, da kriege ich keine Copyright Flags, wenn ich die abspiele. Von dem her sind die durchaus ganz praktisch. Und DypoX, an dich auch einen wunderschönen guten Tag. Willkommen. So, okay, dann wollen wir nochmal das Ganze starten und schauen, ob diesmal der Breakpoint funktioniert. Jawohl. Merkwürdig ist auch, dass wir in der Tat eine falsche Textur bekommen. Also irgendwas stimmt da noch nicht so ganz. Liegt es vielleicht... Moment. Aber eigentlich soll das ja klappen. Wo haben wir denn jetzt hier? Set Position Draw. Ja, eigentlich sollte hier im Ground Sprite Get Texture, da sollte eigentlich schon die Textur bekommen. Das ist durchaus etwas merkwürdig. Oder kann ich vielleicht Get Texture Region oder sowas? Weil das könnte sein, dass wir die komplette Textur zeichnen. Naja, okay, ist erstmal nicht so schlimm eigentlich. Das Problem liegt eher an einer anderen Stelle. Die Frage ist, wir sind nicht im Breakpoint gelandet. Huch, jetzt ist die Illegal Argument Exception woanders. Aber warum kommt dieser Breakpoint nicht? Warum wird der nicht aufgerufen? Das verstehe ich einfach überhaupt nicht. Irgendwas ist da gehörig merkwürdig. Also gut, dann machen wir das hier auch noch in einen Breakpoint und schauen mal, was jetzt passiert. Wenn das nicht klappt, dann können wir noch mit einem Conditional Breakpoint versuchen, das Ganze zu basteln. Oh ja, Herr Kupperlin, an dich auch einen wunderschönen guten Tag. Willkommen. Du bist in der Tat ziemlich früh, ja. Ich habe heute auch ein bisschen früher angefangen, wie du schon siehst. Jo, warum nicht? Also, okay, jetzt catchen wir ja das Problem. Man sieht jetzt hier sehr schön, also... So sollte es natürlich nicht aussehen. Da stimmt irgendwas überhaupt nicht. Aber davon mal abgesehen. Ah doch, ja doch, das ist einfach nur die Textur, die hier falsch ist, glaube ich. Wenn ich das gerade richtig sehe. Nichtsdestotrotz, warum wird der Breakpoint nicht aufgerufen? Das ergibt überhaupt keinen Sinn. Ja, also ich weiß wirklich nicht, was das da zu bedeuten hat. Vielleicht ist der Breakpoint nicht erreichbar, weil das hier irgendwie rausoptimiert wird. Ich habe keine Ahnung. Ja, wir können mal Folgendes testen. Und zwar packen wir einen Breakpoint hin mit einer Condition und sagen einfach Count größer als 1000. Ich weiß nicht, ob das... tatsächlich so das Richtige ist. Aber wir können es ja mal testen. Aber warum da kein Breakpoint auslöst, das verstehe ich nicht so ganz. Das war doch eigentlich noch nie so. Etwas merkwürdig. Dann wollen wir mal schauen, ob er jetzt auslöst. Ja, jetzt löst er direkt aus. Okay, dann testen wir mal. Wir haben jetzt hier... K
kann ich hier eigentlich mesh.get, ich glaube, das geht ja. Indizes Buffer, genau, da habe ich hier diesen Buffer, so. Und da dürfte ich eigentlich sehen, Limit sind 6000, das heißt, ich sage jetzt hier, größer als 6000, dann. Und, ja, ich glaube, wir stoppen nochmal ganz kurz. Ob ich ein gutes VS Code Theme kenne? Ich nutze ehrlich gesagt auch das Standard Theme, ich finde das eigentlich ganz nett. Also, das ist halt das hier, was man hier sieht, ne, hier. Also, ich finde es gut. Ich mag das. Ich brauche da kein anderes. Aber man kann sich da durchaus auch auf die Suche begeben. Da gibt es ja durchaus einiges in dem, in den Extensions. Also, wenn du da unbedingt was anderes brauchst, dann wirst du da sicherlich auch fündig. Aber ich kann dir jetzt keins direkt empfehlen, weil ich, wie gesagt, das Standard-Theme nutze. So, Florian, dann alles klar. Dann auf jeden Fall an dich noch einen schönen Abend und bis vielleicht zum nächsten Stream. Dir ist das zu blau, okay? Ja gut, jedem das seine, ne? So, also jetzt sind wir an der Stelle. Limit ist jetzt zu groß. Count ist jetzt 6336. Also wir sind nicht nur ein bisschen drüber, wir sind tatsächlich deutlich drüber. Was schon durchaus merkwürdig ist. Wir schauen mal, von wo wir kommen. Wir kommen von Switch Texture. So, ansonsten. Für mich persönlich. Also, IDX. Wir schauen mal, was IDX ist. 21.000. Ah, okay. Na gut, und hier haben wir 24.000 in der Größe. Das ist ja eigentlich noch okay. Und hier die Sprites. Vielleicht wird die Sprite-Size schlecht überschrieben von LibGDX irgendwie. Aber wenn er hier 24 sagt, sollte das eigentlich funktionieren. Ich frage mich gerade auch so ein bisschen, wobei ich habe, der Index-Buffer wird einmal befüllt und kann dann befüllt bleiben. Könnte ich mir vorstellen. Und dann bin ich nur beim Rendern, beim Flaschen, sage ich dann, wie groß der sein soll. Ja, so wird es wahrscheinlich laufen. Okay, das heißt, wo ist unser aktuelles Problem? IDX ist 21.000. Unsere Vertices Length ist allerdings 24.000. Das heißt, eigentlich ist hier noch Platz. Eigentlich ist da noch Platz. So, jetzt allerdings bei uns. Wir rufen dann Switch Texture auf, weil jetzt eine andere Textur kommt. So, das heißt, wir flashen. So, IDX ist natürlich nicht 0, das ist klar. Sprites in Batch, da ist doch das Problem. Wir teilen hier durch 20 statt durch 24. Wir haben jetzt natürlich mehr. Weil, ja, okay. Ich wette, es lag einfach daran. Es könnte sein, dass das schon alles war. Die blauen Keywords magst du nicht, okay? Interessant. Ich mag die blauen Keywords nämlich eigentlich. Aber da sieht man, ne? Die Geschmäcker sind natürlich unterschiedlich. Worauf wir uns natürlich alle einigen können, ist, dass man ein dunkles Theme braucht. Niemand braucht helle Themes. Das blendet einem nur die Augen weg. Will niemand. So, Hackersohn, an dich auch einen wunderschönen guten Tag. Willkommen. So, das sieht jetzt hier natürlich noch gehörig falsch aus, sag ich mal. Und es laggt extremst. Ich glaube, das Laggen kommt einem sogar nur so vor. Okay. Also wir haben sehr hohe FPS eigentlich. Okay, ich schätze mal, es liegt so ein bisschen an der Textur, dass es etwas merkwürdig aussieht. So, das heißt, jetzt haben wir den Bug scheinbar gefixt. War natürlich mal wieder nichts Großes, aber muss man erstmal finden. So.
Dann wollen wir jetzt hier schauen, dass wir die richtige Textur bekommen. Es laggt extremst. Der Stream, meinst du jetzt, als ich es ausgeführt habe? Oder meinst du generell das Stream? Weil es hat in der Tat geleckt, das habe ich auch gesehen. Das lag aber, glaube ich, an der Art und Weise, wie es gezeichnet wird. Weil wenn wir mal, ich zoome jetzt mal hier stark ran. Wenn ich mich jetzt bewege, läuft es ja smooth. Na? Und wenn ich jetzt, nur wenn ich hier irgendwie groß rauszoome, dann laggt es extremst. Das ist in der Tat etwas merkwürdig. Kann ich auch noch nicht sagen, woran das liegt. Ja, werden wir gleich anschauen. Aber wenn ich ranzoome, dann laggt es nicht. Und wenn ich hier, ich kann ja die FPS anmachen. Das werdet ihr wahrscheinlich nicht im Stream erkennen. Aber wir sind ja bei 60 FPS flüssig. Achievable FPS sind bei 999. Die sind eigentlich sogar noch höher. Nur ich runde das auf Millisekunden. Deswegen kann er nicht mehr machen. Naja. Genau. Helle Themes in der IDE. Wenn man die öffnet, dann denkt man schon, das Ende ist nah. Das Licht am Ende des Tunnels. Oder wenn man halt, wenn man die ganze Zeit irgendwie programmiert und öffnet man mal GitHub oder sowas. Ich weiß gar nicht, ob die ein dunkles Theme haben. Ich habe das auf jeden Fall auf hell. Und dann blendet es allen plötzlich erstmal so extrem. Ja, 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 ja. Immer wieder schön. Okay, wo erstellen wir den Ground Sprite? Da oben. Und hier bekommen wir die Ground Texture. Das ist nämlich eine Texture Region. Die haben wir sogar hier oben, so wie es aussieht. Das heißt, wir können eigentlich direkt, einfach statt dieses blöde Ding abzufragen, statt das hier komisch abzufragen, gehen wir direkt die Textur rein und schauen mal, was passiert. Genau. Daran kann man die falschen Programmierer erkennen. Wenn sie ein helles Theme nutzen. So, jetzt läuft es auch wieder smooth beim Rauszoomen. Interessant. Ich glaube tatsächlich, dass vielleicht hier dieses Abfragen der Textur bei dem Sprite, vielleicht hat das einfach die... Wobei, die Framerate war ja oben, also so ganz weiß ich nicht, woran es lag. Aber es scheint es schon wieder zu funktionieren. Das war jetzt nur die falsche Textur. Wir brauchen tatsächlich nicht die Mountain Texture, sondern Texture Region Ground Texture. Das Sprite braucht man dementsprechend eigentlich gar nicht mehr. Huch, Moment. Doch, hier, genau. Und dann kann das... Ah, da fehlt ein R. Da ist das Problem. So, jetzt findet das auch. Und dann können wir mal schauen, ob es jetzt besser aussieht. So, und ich erinnere nochmal, der Grund, warum wir das hier machen, ist eigentlich nur der, dass wir unseren Building Shader nutzen wollen. Das kommt dann danach. Achso, jetzt habe ich das schön hier umgestellt, habe aber vergessen, hier unten die richtige zu nehmen. Da nehmen wir also Ground Texture, den Teil braucht man nicht mehr, den kann ich löschen. Und hier haben wir auch nochmal die Mountain Texture, die ich hier zeichnen kann, damit wir auch unsere Berge wieder sehen. Wie du VS Code updaten kannst über die Command Line im Manjaro. Also ich habe es mir halt über den übers AUR installiert. Also ich nutze immer Octopi. Hier, und dann findest du hier VS Visual. Da haben wir es. Visual Studio Code Bin heißt das Ganze. Und das ist eben hier so ein AUR Package. Falls die bei dir nicht angezeigt werden, also wenn ich danach suche, gut, das sind jetzt hier relativ viele. So, jetzt, da haben wir es hier unten. Wenn du das auch hier haben möchtest, nämlich standardmäßig nicht aktiv, dann musst du hier auf die Option AUR, dann kannst du hier Yahurt auswählen und dann hier kannst du, wenn du willst, auch dieses Search for Outdated AUR Packages auswählen, weil dann kannst du es einfach hier über den Octopi aktualisieren. Das ist eigentlich am einfachsten. Genau, aber ja, so heißt es Package eben. Visual-Studio-Code-Bin. Zumindest ist das, was ich installiert habe. Es gibt da sicherlich noch mehr. Wie alt ich bin? Ich bin 20 Jahre alt. Genau. Gehe auch schon auf die 21 zu. In anderthalb Monaten oder so. Naja. Gut, also wir sehen... Mir ist gerade gar nichts aufgefallen, weil
Ich bin es ja eigentlich schon gewohnt, deswegen ist mir gerade gar nicht aufgefallen, dass er jetzt wieder funktioniert. So, schön, okay. Das heißt, jetzt können wir mal testen und zum Beispiel... Oh, ein Basalt-Duell nutzen. Gut, das hat nicht geklappt. Da scheint wohl was falsch zu sein und zwar... Wir rufen hier... Okay, wo sind wir denn gerade? Batch.end auf. Merkwürdig auch, dass es hier drin ist, aber okay. Wo wir das aufrufen? Hier. Okay, das ist etwas unpraktisch. Aber wir können das recht einfach lösen, indem wir hier einfach auch statt des Batch diesen Depth-Batch nutzen. Muss ganz kurz schauen. Hier haben wir nochmal Batch. Ja, das war es eigentlich. Dann wollen wir das nochmal testen. So, Moment mal. Alles klar, sehr gut. Ja, Yaourt ist wirklich sehr praktisch. Da kann man wirklich alles mit installieren. Oder so gut wie alles. Und funktioniert eigentlich auch immer ziemlich gut. Seit wann ich programmiere, das ist eine gute Frage. Ich habe damals in der 8. Klasse angefangen. Jetzt ist nur die Frage, wie alt ich da war. Wie alt ist man in der 8. Klasse? Könnt ihr euch selbst ausrechnen. Aber da habe ich ungefähr, sagen wir mal, das allererste Mal irgendwas mit Programmieren am Hut gehabt. Allerdings, bis man hat natürlich wirklich ein bisschen erfahren ist, sag ich mal, das dauert natürlich schon ein bisschen. Also ging jetzt nicht so von heute auf morgen, aber da habe ich dann so ungefähr angefangen. So, gut, jetzt nochmal. Ah, perfekt, jetzt wird das Gitter angezeigt. Und jetzt platziere ich das Gebäude hier, aber es wird noch nicht gerendert. Okay, ich glaube, das hat man nämlich noch gar nicht implementiert, das Rendern. Schauen wir mal. Vielleicht auch doch, und es sollte eigentlich schon angezeigt werden. Wir werden sehen. Wir müssen mal hier auf die Construction Site. So. Okay, Render. Schau erstmal, ob Render überhaupt aufgerufen wird. Vielleicht wird das ja gar nicht aufgerufen. Was ist dein Alter plus 27 plus 17 durch 2? Kannst du ja selber ausrechnen, ne? 32, wenn ich mich gerade nicht verrechnet habe. 32 müsste es, glaube ich, sein. Nee, halt. Ich laber Scheiße. Es ist natürlich nicht 32. Okay, ich bin reingefallen. Ha. Ich habe mal was von so einer Regel gehört, die nennt sich Punkt vor Strich, aber ich vergesse sie manchmal. So, sehr gut. Ah ja, okay. Wird gerendert, das ist gut. Wahrscheinlich hat mir einfach nur... Okay, schauen wir mal. Wir rufen auch das hier auf, ja. Get Texture Region, XY, 1. Ja, Größe und Breite, sieht auch alles eigentlich bisher ganz gut aus. Jetzt nur die Frage, was für Werte setzen wir in die Uniforms? Wir haben irgendwie Percent und wir haben Time. Aber es soll ja nicht gar nichts angezeigt werden. Es soll ja schon irgendwas angezeigt werden. Was auch immer hier für ein Wert rauskommt, eigentlich sollte ein bisschen was angezeigt werden. Also es wird auf jeden Fall aufgerufen. So viel wissen wir schon mal. Ich könnte mir nur vorstellen. Ah. Folgendes. Wir... haben wahrscheinlich gerade den Dingen angeschalten, könnte ich mir vorstellen. Vielleicht auch nicht. GL Disable GL Depth Test. Wir schauen einfach mal, ob es vielleicht daran lag. Nur die Frage ist, wenn ja, dann sollte ich den eigentlich danach auch wieder anschalten. Schauen wir mal. So, was für ein Abschluss ich habe, Abitur, ganz normal, nichts sonderlich Aufregendes.
Genau, und aktuell studiere ich, wie man, glaube ich, hier unten in den FAQ durchlesen kann. Die da immer durchscrollen. Die übersehen immer manche Leute, glaube ich. Die schönen FAQ. Da habe ich mir sehr viel Mühe gegeben. Naja, okay. So ein bisschen. So viel Zeitaufwand hat es jetzt auch nicht gekostet, die FAQ da durchscrollen zu lassen. Okay, also irgendwas klappt da noch nicht. Also meine Vermutung ist tatsächlich so ein bisschen dieser Depth-Test. Die Frage ist, was ist, wenn wir hier vielleicht... Was ist denn die... Ich packe hier nochmal einen Breakpoint rein. Allgemeinbildende Schule abgebrochen, Kappa. Ja, genau. Ja, immer eine sehr gute Idee. Schule abbrechen. So, auch wenn die Schule oft sehr langweilig ist und ätzend, abbrechen würde ich sie deswegen jetzt nicht unbedingt. Das Gute ist, ich habe sie auch schon hinter mir. Ha. So, ich würde gerne mal schauen, was wir hier in diesem Batch für eine Default Depth haben. Default Depth ist nämlich 0. Und da könnte das Problem liegen, weil es das quasi überdeckt. Ich meine, ohne den Depth-Test sollte das eigentlich trotzdem zeichnen, aber ja, wir können ja mal zur Sicherheit einfach reingehen und hier Default Depth machen wir einfach mal auf 1 und schauen mal, was passiert. Schule halbes Jahr vor Schluss abbrechen. Das sind in der Tat die besten Spezialisten. Ja, ja. Die gibt's tatsächlich. Verstehe ich auch nicht. Also wie man sowas... Ich glaube, wir hatten bei uns auch irgendeinen, der auf solche Ideen kam. Ja. Gut, kann man natürlich machen, aber... Okay, jetzt sehen wir gar nichts. Das ist auch gut, weil jetzt irgendwie... Okay. Na gut, aber wenn wir das wissen, dann könnten wir eigentlich auch Folgendes machen. Gut, na, je nachdem, wie dieser Test gesetzt ist. Okay, Moment. Wo haben wir denn jetzt hier die richtige da hinten? Dann mache ich hier einfach mal 0. Und wir schauen mal, ob er dann vielleicht was zeichnet. Wenn wir Z auf 0 setzen. Moritur me saluta. Okay, habe ich erstens natürlich falsch ausgesprochen. Zweitens... Ja, ich bin nicht sonderlich sprachenbewandt, wie vermutlich der eine oder andere von euch schon weiß. Also Programmiersprachen vielleicht, aber jetzt so richtige Sprachen, jawohl! Eher nicht, jetzt wird's auch angezeigt. Ich verstehe zwar nicht, warum es davor nicht ging, weil obwohl wir den Depth-Test ausgeschalten haben. Ach, vielleicht wurde es drüber gezeigt. Nee, ergibt auch nicht wirklich Sinn. Wir haben jetzt natürlich das Karo-Muster oben drauf, das sollten wir eigentlich mal noch ändern. Das Nichts im Licht und Spark HD. An euch beide einen wunderschönen guten Tag. Willkommen im Stream. So, also das ist mein wunderbarer Construction Shader. Ich weiß, er ist wirklich unübertroffen. Wir können auch mal so ein Ding bauen. Es ist einfach wunderbar. Man sieht auch leicht hier dieses Faden, ne? Dieses Pulsieren, sag ich mal. Meines Erachtens wird es noch ein bisschen, ich finde, wir könnten es noch ein bisschen dauerhafter, transparenter halten. Das können wir gleich mal machen. Okay, heißt, grüße mich Todgeweihter. Sehr interessant. Dann grüße ich dich hiermit und frage mich, warum ich ein Todgeweihter bin. Aber okay. Wird sicherlich seine Gründe haben. So, dann können wir hier schon mal aufräumen. Und überlegen, wie wir jetzt, ja, weitermachen. Genau, ich wollte hier... Ah, ich glaube, das war im Shader, kann das sein? Ich glaube, das müssen wir im Shader direkt ändern. Da hatten wir die Variablen drin. Im Fragment Shader. Genau. Ja, hier haben wir dieses Grün. Genau, das ist das Grün. Und hier unten haben wir dann dieses Pulsieren. Und hier haben wir 0,7 plus Sinus von U-Time mal 4 mal 0,1. Okay. Eigentlich klingt das gar nicht so schlecht, aber okay.
Aber wir könnten vielleicht auf... Weil 0,1 ist eigentlich echt nicht so viel. Na gut, wir machen mal 0,05 und hier 0,6. Und testen einfach mal, wie es jetzt aussieht. So. Ach so, weil ich Java nutze, bin ich totgeweiht. Ah ja, okay. Dann verstehe ich. Gut, also, dann platzieren wir unser Gebäude nochmal. Ja, ich glaube, so gefällt es mir schon besser. Jetzt pulsiert es nur noch leicht und wird nicht komplett opak, sondern bleibt immer noch relativ transparent. Ich meine, das sind so Parameter, die kann man später immer noch ein bisschen ändern. Das ist eigentlich kein Problem. Aber zunächst mal sieht es eigentlich nicht schlecht aus. So, jetzt haben wir natürlich hier zwei Dinge. Und zwar brauchen wir hier jetzt die Prozentzahl, die wir bisher auch hier schön im Endeffekt animieren. Das wollen wir natürlich nicht so animieren, sondern wir wollen das natürlich abhängig machen von dem Moment, das müsste ja eigentlich irgendwo sein. Construction Ticks und Total Construction Ticks. Genau. Das heißt, wir haben entsprechend genau. This, huch, nee, Moment, ich bin an der falschen Stelle. Hier oben brauchen wir das. Construction Ticks durch Total Construction Ticks. Das müssen wir nur aufpassen, weil, ich glaube, er warnt hier schon, dass wir hier unbedingt... Ja, okay, wir sollten hier einfach eine der Variablen casten. Ich dachte, das könnte er irgendwie für uns machen, aber nein, kann er nicht. So, gut. Das heißt, jetzt wird hier auch ein Float generiert. Und dementsprechend haben wir jetzt hier unsere Prozentzahl. Aktuell wird an dem Gebäude ja noch nicht gebaut. Das heißt, wenn wir das jetzt bauen, dann werden wir nichts von diesem grünen Balken sehen, sag ich mal. Sondern wir werden vermutlich einfach ja das Gebäude sehen, wie es da transparent ein bisschen vor sich hin blinkt. Genau. Das ist jetzt quasi... Ich meine, die Textur ist halt beschissen, ne? Also, das muss man natürlich immer bearbeiten. Aber so an sich... Glaube ich, kann man halbwegs erkennen, dass das Gebäude jetzt hier quasi in Bau ist. Natürlich kann man hier später noch mehr Animationen einbauen, was weiß ich was alles. Aber für den Moment, glaube ich, reicht mir das. So, und dann können wir da gleich weitermachen. Genau, wir haben jetzt eigentlich tatsächlich schon das meiste. Das heißt, jetzt sollte man eigentlich wirklich langsam schauen, dass wir... Ja, den Arbeiter wirklich arbeiten lassen. Das wird tatsächlich spannend. Oder wir könnten erst noch einen anderen... Wir machen erst noch eine andere Sache. Und zwar das Problem, dass das Drahtgitter auf dem Gebäude angezeigt wird. Das irritiert mich leicht. Ich glaube, das will man so nicht haben. Ich meine, kann man sich sicher streiten, ob man das haben will oder nicht, aber ich finde es eher merkwürdig. Wobei, nee, jetzt sieht's richtig aus. Man kann es schwer erkennen, aber ich glaube jetzt... wird das Gitter nicht mehr drauf angezeigt, oder doch? Mist, das kann man echt ein bisschen schlecht erkennen. Mit dem geht es vielleicht besser. Okay, ich ändere den Shader nochmal ganz kurz. Und zwar machen wir hier einfach als Alpha nochmal 0, 1, so. Und schauen nochmal, ob es jetzt drüber gezeichnet wird oder nicht. Weil so mit dem Alpha ist es in der Tat schwer zu erkennen. Senator in Forum Properat nam ibi curia est. Okay, okay. Gut zu wissen. Danke für diese wertvolle Information. So. Och nee, willst du mich verarschen? Oh, das ist ätzend. Und zwar, folgendes ist passiert. Dieses U-Time, was wir hier haben, wurde jetzt rausoptimiert von dem Compiler. Und dementsprechend ist dieser scheiß Uniform dann nicht mehr drin. Wir können ihn nicht mehr setzen.
Wollt ihr mich verarschen? Das, sowas ist ätzend. Wir könnten zwar natürlich hier mal überprüfen, ob der Parameter auch wirklich da ist, aber das ist mir auch etwas zu blöd. Also machen wir stattdessen Folgendes. Wir lassen das doch irgendwie da, machen aber einfach 0,9. So. müssten wir eigentlich sogar machen können, wenn ich mich hier gerade nicht vertue. Okay, und dann testen wir nochmal. So, ob ich Fortnite spiele, tatsächlich nicht. Das ist nicht so mein Spieltyp. Von dem her habe ich mich da bisher fein rausgehalten. Ich spiele auch kein PUBG, kein Apex Legends oder was da gerade so in ist. Ich spiele andere Spiele. Ich glaube, ich spiele nicht so unbedingt die Mainstream-Spiele zum großen Teil. Huch. Okay, es wird draufgezeichnet. Ja, perfekt. Okay. Ja, dann passt es eigentlich. Dann können wir hier den alten Shader auch wieder nutzen, der hier eigentlich richtig funktioniert. Huch. Okay. Und dann würde ich das erstmal ganz kurz committen und pushen. So. Pushen wir das mal kurz. Ja, Minecraft habe ich tatsächlich eine Menge gespielt. Das war mein Spiel. Das definitiv. So, SparkHD, vielen Dank für dein YouTube-Abo. Ja, also Minecraft habe ich definitiv eine Menge gespielt. Das war tatsächlich damals, als ich so in dem Alter war, sag ich mal. Da war Minecraft gerade in, ja. Das haben wir tatsächlich eine Menge gespielt. Da habe ich auch Server und so weiter. Da haben wir dann zum Teil so die halbe Klasse drauf gespielt. Okay, nicht die halbe, aber so 6 Leute oder so zumindest. War schon sehr witzig. So. Was ich hier mache, im Endeffekt programmiere ich ein Spiel, um es ganz kurz zu fassen. Und ja, im Endeffekt ist es ein Aufbaustrategiespiel. Das ist auch in der Tat die Spielrichtung, die ich selbst sehr gern spiele. Und genau. Da arbeiten wir gerade dran. Im Endeffekt gerade daran, dass wir, wenn wir Gebäude bauen, dass die erstmal so eine Art Baustelle sind. Und dann muss ein Arbeiter, im Endeffekt ein Astronaut, muss hinkommen und das dann erstmal aufbauen. Er hat sogar ein schlechtes Let's Play zu Minecraft. Das stimmt. Das ist in der Tat schon in die Jahre gekommen. Ja, definitiv. wie viele Commits ich habe, können wir gleich mal durchschauen. Skyrim spiele ich auch sehr gerne, beziehungsweise Enderal aktuell. Ja, ist einfach ein wirklich schönes Spiel. Genau, so wie viele Commits? Wir können mal schauen. So, muss ich mir noch ganz kurz anmelden. Das haben wir gleich. So, hier. Erstmal schauen, wo das überhaupt steht. Ja, perfekt. 585 Commits. Also durchaus schon eine Menge, würde ich sagen. Das heißt, ich habe pro Tag mehr als einen Commit im Schnitt gemacht. So, gut, okay. Also wir sind jetzt eigentlich so weit, dass wir tatsächlich uns um Astronauten und so weiter kümmern können. Und zumindest fangen wir mal an, weil das wird tatsächlich ein größerer Umbau, würde ich mal behaupten. Zunächst mal müssen wir eigentlich einen Astronauten auswählen, beziehungsweise, ja, vielleicht lassen wir den Teil erstmal weg. Wir könnten erstmal sagen, dass der Astronaut immer ausgewählt ist im Endeffekt. Ja, also wie gesagt, Richtung ist so Aufbaustrategiespiel. Ich schreibe da immer eine FAQ-Mischung aus Factorio und Anno. Genau, so in die Richtung soll es gehen. Man ist im Weltall auf einem Planeten gelandet im Endeffekt und musste sich dann auch Handelsrouten und so weiter aufbauen. Und Endziel ist noch nicht ganz entschieden, was es werden soll, aber es gibt da durchaus Ideen. Genau. So, dann gehen wir erstmal in den Astronauten. Ich öffne das erstmal. So, hier sind wir. Und aktuell in Update. Überprüfe ich ja schon, ob... Moment. Wollen wir das? Direction...
Okay, ich bewege da aktuell mit der linken Maustaste. Finde ich ehrlich gesagt eher etwas unpraktisch. Ich würde ihn eher mit rechts steuern. Jetzt können wir hier recht einfach ändern. Hier bekommen wir die Mausposition. Target. Ja, da haben wir das einfach nur nochmal in Vektor umgewandelt, okay. Und dann fragen wir den Pathfinder nach einem Weg. Das ist ja schon mal ganz gut. Was ich aber zuerst noch machen möchte, ist... ja, testen, ob wir auf ein Gebäude gedrückt haben. Das ist jetzt nicht unbedingt die beste... Ja, hier ist nicht unbedingt die beste Position, um das abzufragen, glaube ich, weil... Ja, gut, wobei, eigentlich können wir es schon durchaus hier abfragen. Sollte jetzt nicht das Riesenproblem sein. Wir müssen erstmal... Client. Kann ich hier auf Client? Ja, sollte ich zugreifen können. So, get active planet. So, haben wir irgendwas wie get building at? Scheinbar nicht. Wir haben eine Liste an Gebäuden, wir könnten also über die Liste iterieren. Es kann sogar sein, dass wir es aktuell noch machen müssen. Ich habe ich schon irgendwas eingebaut, damit das schneller geht? Ich weiß es nicht, wir können mal kurz schauen. Ja gut, hier nicht. Planet. Schauen wir mal, ich glaube, hier haben wir noch nichts. Wir haben Listen. Wir haben Karten. Ich habe uns mal so ein Grid gebastelt. Ein Fixed-Sized Grid. Und das wird aktuell auch schon so ein bisschen verwendet. Allerdings nur für Entities. Ah ja, genau. Und das existiert aktuell auch nur im Gamescreen. Oh, ich glaube, der Astronaut existiert noch gar nicht auf dem Server. Nein, das Endziel ist etwas anderes als mit einer Rakete wegfliegen und alle Aliens töten. Im Endeffekt muss man in Factorio ja von dem Planeten wegfliegen. Es wird durchaus anders. 21% der IntelliJ-Nutzer sind deutsch und am meisten wird Spigot und Spring als Dependency verwendet. Das ist wirklich spannend. Gerade Spigot ist natürlich witzig. Und dass 21% deutsch sind, das ist tatsächlich auch ziemlich krass. Nicht schlecht, nicht schlecht. Nun ja. Also Spigot habe ich auch schon öfters mal als Dependency verwendet. Das ist durchaus so. Da bin ich also nicht ganz unschuldig. Okay, wir haben erstmal andere Probleme tatsächlich, als uns überhaupt um dieses Bewegen zu kümmern, weil der Astronaut ist scheinbar noch nicht auf dem Server. Ich glaube, das habe ich bisher noch nicht gemacht. Das heißt, wir sollten uns da erstmal drum kümmern. So, generell, der Astronaut ist noch sehr, sehr temporär eingebaut. Das heißt, da könnten wir uns tatsächlich erstmal drum kümmern. Wir haben ja gerade gesehen, dass es dieses Fixed-Sized Grid gibt. Ich habe keine Ahnung, wo das hier gerade ist. Grid. Show Grid. Hier. Dieses Fixed-Sized Grid. Und das ist halt hier an der falschen Position. Das sollte ja eigentlich pro Planet sein und nicht irgendwie, ja, keine Ahnung, pro was weiß ich was. Also müssen wir das hier auf jeden Fall rauspacken. Am besten ganz raus. So. Das heißt, wir fügen das nun in den Planeten ein. Unser Planet bekommt jetzt hier also dieses Grid. Auf den Astronauten können wir scheinbar noch nicht mal zugreifen. Oder müssen wir das nur importieren? Nee, können wir tatsächlich nicht. Der Astronaut ist noch komplett kleinseitig. Das ist natürlich falsch. Wir packen den erstmal in Common rein. Das ist das, was Client und Server verwenden. Wo haben wir es denn hier? Da. Was macht denn der hier gerade? So. Hier kommt der raus und kommt dann einfach erstmal hier rein. Gut.
hier unten. Grid.add. Ja, das müssen wir dann natürlich ändern. Also, damit haben wir das eigentlich schon mal hier auf dem Planeten, dieses Grid. Wenn wir das hier erzeugen, dann am besten nicht hier, sondern im Konstruktor. Dann können wir nämlich hier direkt, dann bekommen wir die Size mit rein. Das heißt, die können wir hier in, reingeben. Sector Size lassen wir mal bei 16. Das kann ruhig hardcoded sein. Nineball, an dich auch einen wunderschönen guten Tag. Willkommen im Stream. So, okay. Hier stellen wir aktuell den Astronauten. Auch das ist nicht sonderlich sinnvoll. Generell, wir sollten ja keine Member-Variable Astronaut haben. Die kommt auch weg. Benötigen wir nicht mehr. So. Dann beschwert er sich natürlich hier noch mehr. Aber ich glaube, sonst beschwert er sich tatsächlich gar nicht so sehr. Okay, wir müssen jetzt eigentlich... Normalerweise, wenn Einheiten erzeugt werden, dann sollten wir die ja eigentlich... Eigentlich werden die immer vom Server erzeugt, weil jede Einheit sollte auch eine ID haben. Das heißt, wir müssen dieses Einheiten erzeugen auf jeden Fall auf dem Server machen. Und in dem Fall wäre es eigentlich sinnvoll, das irgendwie auf den Startplaneten zu machen. Ja, wir haben da auch ein Event für, wobei ich glaube, ich gehe mal in den Planetengenerator. So. If is Start Planet. So, genau. Hier platzieren wir zunächst mal die Rocket. Kann ich auch ganz kurz hier, warum nicht? Place Rocket. Eigentlich, nee, ganz ehrlich, den Kommentar sparen wir uns. So, hier gehen wir jetzt also hin und wollen eigentlich das Ding, ja, Spawn Astronaut. So. Das heißt, den erstellen wir hier. Wir brauchen hier eigentlich auch keinen Asset Manager. Und wir erstellen hier erstmal einen normalen Astronaut. Position, ja, es ist erstmal 10 auf, ja, 100. Bei 100 ist es eigentlich sinnvoller. Wobei es halt immer sein kann, dass er dann irgendwie im, irgendwo spawnt, wo er nicht hin sollte. Wir könnten also eigentlich auch, das ist vielleicht eine bessere Idee. Bei Play Start Rocket haben wir nämlich ja schon irgendwas. Ist Rectangle Free? Wir könnten versuchen, dann können wir es gleich ein bisschen schöner machen, herauszufinden, wo diese Rakete platziert wurde. Das heißt, wir fragen planet.buildings. Okay, was haben wir hier? Ja, okay, das wird ignoriert, okay. So, in dem Fall, wenn wir das so machen, erwarten wir halt, dass die Rakete bei Index 0 ist. Das wollen wir später natürlich ändern. Wir wollen später wirklich die Rakete bekommen. Und falls noch irgendein anderes Gebäude generiert wurde, das vor der Rakete, dass es eben nicht passieren kann. Zunächst mal passt das hier aber eigentlich. Und hier bekommen wir entsprechend ein Building B. So. Wir können es theoretisch, ja, wir überprüfen einfach mal, ob es Instance von Start Rocket ist.
Oder besser, mit dem Gebäude müssten wir eigentlich X und Y abfragen können. Jawohl. Das heißt, wir sagen hier B get X, B get Y. Und jetzt sind wir natürlich direkt auf der Rakete drauf. Ich würde einfach mal minus 2 auf beiden Achsen sagen. Das könnte vielleicht schon funktionieren. So, bisher wird er aber nur erzeugt. Der hat auch noch... Ich glaube, der Astronaut gilt noch gar nicht als Entity, oder? Er gilt als so eine Entity, aber nicht als... Ah, doch. Doch, es ist eine Entity. Okay. Warum müssen wir dann nicht... Ah ja, okay, deswegen müssen wir das nicht. Habe ich schon gewundert. Hier, GetID müssen wir natürlich zurückgeben können. Das heißt, wir haben hier eine Private Long ID. So, und das heißt, immer wenn der hier erstellt wird, brauchen wir auch direkt eine ID. Und hier, Moment... If Manager ungleich 0. So, weil ansonsten wollen wir natürlich keine Textur zuweisen. Denn auf dem Server brauchen wir gar keine Textur. Der hat ja keine grafische Ausgabe. Ja, ob ich schon mal was mit D gemacht habe? Tatsächlich, nee. Also, habe ich mir bisher noch nicht wirklich angeschaut. So, jetzt müssen wir hier die ID mit reinpacken. Das ist Entity... kommen wir da überhaupt gut ran? Create Water. Wo kriegen wir denn normalerweise die IDs? Wir haben die, glaube ich, hier irgendwo drin. Genau, Entity IDs, get next ID. So war's, okay. Das dürften wir also recht easy auch hier in unserem Planetengenerator aufrufen können. Perfekt. Okay. Ja, das ist in der Tat... eigentlich geht tatsächlich eine ganze Menge. Java und C sind ja schon relativ alte Sprachen. Und die sind dadurch tatsächlich auch noch relativ limitiert. Ich meine, die werden beide auch erweitert. Aber in der Tat kann man durchaus eine ganze Menge machen. Und von dir habe ich durchaus, also ich habe schon von gehört, so ist es nicht. Ich habe es mir jetzt selbst noch nicht angeschaut, aber ich glaube schon, dass es keine schlechte Sprache ist. Also ja, aber wie gesagt, ich habe es mir noch nicht wirklich angeschaut. Ich habe nur schon ein bisschen von gehört. So. Cooperlin bekommt da schon Angst, wenn er das hört. Mischung aus Java und C. Soweit ich weiß, wie gesagt, ich habe es noch nicht wirklich angeschaut. Ich glaube, also es wird schon kompiliert, wenn mich jetzt nicht alles täuscht. Die Sache ist, glaube ich, eher, dass es so ein bisschen mehr Metaprogrammierung hat als C zum Beispiel. C und C++ sind da ja... Gut, C++ hat ein bisschen mehr mit Templates und so weiter, aber an sich sind beide Sprachen. Mittlerweile gibt es auch dieses komische const expression. Aber an sich... sind die da eher limitiert. Und genau. Und D ist halt, hat halt da im Endeffekt mehr, was man in die Richtung machen kann. Was durchaus nicht schlecht ist, finde ich. So, okay. Jetzt haben wir das eigentlich schon soweit. Das heißt, jetzt können wir hier noch Planet. Wir müssten noch hier eigentlich irgendwie... Wir können da wahrscheinlich nicht drauf zugreifen, auf dieses Grid.
Aus diesem Astronaut wird zunächst mal Entity. Halt, nein, das ist die falsche Entity. Wobei, die brauchen wir eigentlich auch. Was hat der überhaupt? Ah, die Position. Ah, das wird jetzt etwas ätzend. Wir könnten Folgendes machen, und zwar Extends Entity. So. Wir haben hier zweimal Entity, das ist durchaus etwas merkwürdig. Das sollte man auch immer mal ändern. So, okay, jetzt soll es aber eigentlich klappen. Das heißt, jetzt haben wir Entities in dem Grid. So, jetzt gehen wir hin. Unserem public void add entity. So, wir kriegen hier rein eine Entity. Ja, eigentlich so eine Entity. So, weil wenn wir die reinbekommen, da können wir die auch direkt richtig hinzufügen. Und zwar Grid Add Entity. So, relativ simpel. Jetzt muss ich nur schauen, dass das entsprechend... hier aufgerufen wird in unserem Planetengenerator. Das heißt, wir sagen einfach planet.addEntity und geben hier einfach direkt den Astronauten rein. So, das heißt, der Astronaut sollte da jetzt eigentlich schon auf diesem Grid platziert sein. Genau. Und als nächstes müssen wir also eigentlich hingehen und das Ganze dem Client irgendwie mitteilen. Wir haben eine ein Spawn Influencer. Was ist denn das? Entity Create Entity Event. So. Das ist dieses hier. Und das sollte man dann am besten rüberschicken. Wenn ich in C++ einen String speichern will, ob ich eher einen Charpointer oder einen STD-String verwende, kommt tatsächlich ein bisschen drauf an. Wenn ich statische Strings speichern will, nutze ich eigentlich immer const-char. Weil das dann schön in dem komischen... na, in diesem Datenbuffer in der Excel-Datei oder in der ausführbaren Datei gespeichert wird. Und das ist eigentlich sehr, sehr praktisch, meines Erachtens. STD-String nutze ich eigentlich immer, wenn man wirklich einen String zwischenspeichern will, weil da muss man sich nicht drum kümmern. Oder gerade wenn man den String irgendwie nochmal verlängern will, verkürzen will, wenn man da viel mit rumarbeiten will, dann nutze ich eher STD-String. Weil es dann einfach ein bisschen komfortabler ist. Aber ich nutze durchaus auch manchmal die C-Strings, die einfachen. Ja. Also es kommt immer so ein bisschen darauf an. Ich will jetzt nicht sagen, ich nutze eins immer und eins gar nie, sondern kommt ein bisschen darauf an, wo ich gerade bin, in welchem Projekt tatsächlich auch. Genau. So, dann gehen wir mal in die Server Vulnerable und gehen mal in... Moment. Wo wird denn der? Surfloading Players. Genau, so hieß das Ganze. Und zwar wird hier der Planet gesendet. Das heißt, ich sende alle Gebäude. Ich sende irgendwie... ja, nicht so spannend. Und hier sende ich noch den Planeten an sich. Genau. Und hier werden wir jetzt einfach hingehen. Und... hier mache ich mal noch ein paar Kommentare. So, send buildings, send entities. So, und jetzt die Frage, wie wir alle Entities durchgehen, weil ich fürchte, unser Grid
unterstützt das nicht wirklich. Aber was wir durchaus stattdessen machen könnten, wäre, dass wir zusätzlich zu dem Grid noch eine Liste hinzufügen. Ich glaube, das würde ich tatsächlich fast machen. Das heißt, wir hätten hier eine List an Entities. So, das ist einfach mal eine ganzen hoch. Nein, das nicht. Eine ganz normale Arraylist. So. Und wenn wir das hier unten aufrufen, sagen wir also auch entities.add entity. So, weil dann können wir jetzt sehr einfach drüber iterieren, ohne da irgendwie komisch über das Grid gehen zu müssen. For entity, entity, planet. Okay, und jetzt sollten wir das vielleicht doch... Ich mache es erstmal public. So, damit können wir erstmal darauf zugreifen. Planet.entities. So. Network. Event. Event ist gleich new. Create Entity Event. So, was brauchen wir hier drin? Wir brauchen eine ID. Die haben wir. Das ist einfach Entity Get ID. So, jetzt die Sache folgende. Das reicht natürlich nicht. Wir können natürlich nicht nur sagen, wir übertragen die ID und fertig. Das Problem, warum das aktuell funktioniert, ist, dass es sehr hardcoded ist. Das heißt, wir gehen mal in den Game Screen. Und hier steht auch ein schönes To-Do. Hardcoded Rocket for now. Das heißt, bisher haben wir im Endeffekt nur die Rakete. So, Eddie, an dich auch einen wunderschönen guten Tag. Willkommen im Stream. Warum ich ein Spiel in Java programmiere? Ja, Momo beantwortet es eigentlich schon so ein bisschen. Im Endeffekt reicht es eigentlich aus. Ich merke gerade, ich sollte eigentlich... Ja, ist egal. Der Weißabgleich in der Webcam ist jetzt ein bisschen dahin. Deswegen geht auch der Greenscreen nicht mehr so richtig. Naja. Genau, es reicht aus, dadurch, dass es ein 2D-Game ist. Und das war's eigentlich. Aber tatsächlich mittlerweile... Ja, ich muss sagen, ich mag C++ eigentlich auch mehr. Von dem her, wenn ich es nochmal anfangen würde, könnte durchaus sein, dass ich... Ja, ich weiß es nicht, ich weiß nicht. Was halt bei Java ganz praktisch ist, ist, dass man relativ einfach solche Plugins und so weiter entwickeln kann. Das ist in C++ deutlich ätzender. Da musst du dann über DLLs oder über Bibliotheken im Endeffekt, die du dynamisch lädst, geht das schon auch. Aber es ist unangenehmer als mit mit Java, weil in Java hast du natürlich das Ganze interpretiert. Dadurch kann man es deutlich einfacher erweitern. So, wir müssen jetzt also irgendwie wissen, was für eine Entity da ankommt. Was für eine Entity wir im Endeffekt erstellen sollen. Und wie eigentlich immer muss diese Entity irgendwo registriert werden, also in unserer Game Registry. Wir haben ja schon ähnliche Probleme gehabt, zum Beispiel mit Gebäuden. Es können sämtliche Gebäude gebaut werden. Und die müssen entsprechend vorher definiert werden, wie die aussehen, wie die heißen und so weiter. So. Und das benötigen wir jetzt eigentlich auch für Entities. Das heißt, wir gehen einfach mal hier irgendwo hin. So. Public. Boolean register entity entity description desk. So, in der desk, also in dieser description, wird gar nicht viel drin stehen. Ja, return entities, heißen die so? Ja, eigentlich schon. Entities Punkt. Put if absent. Desk name. Ja, die brauchen eigentlich immer einen Namen und die eigentliche Description. So. Jetzt hat er irgendwie Entities schon gefunden. Haben wir schon irgendwas, was so heißt? Oh ja, hier ist was. Oh, ja. Das ist
Auch interessant, das ist so eine ID-Table, mit der ich die nachschauen kann. Also sollten wir das doch etwas umbenennen. So. Das Ganze mappt eigentlich immer von einem String auf eine entsprechende Description. Oh, wir haben sogar noch schon eine Entity Description, das wusste ich gar nicht. Und in dem Fall ist es eine einfache Hash-Map, damit wir da schön schnell Lookup machen können. Und was hat die hier? Die hat einen Namen, die hat eine Description und... Ah ja, da habe ich tatsächlich schon ein bisschen Vorarbeit geleistet. Schön. Also das vergisst man aber auch immer wieder, dass da tatsächlich schon was existiert. So. Und jetzt muss ich... hier ist gleich 0. So. Das passt also erstmal. Dann können wir als nächstes Entity Description get registered Entity. Will ich da? Nee, das reicht. Dann muss hier ein String Name rein. Und dann returnen wir einfach nur Entity Descriptions. Get Name. Jo, das sollte soweit passen. Dann kopiere ich mir das mal ganz kurz und packe es hier in die eGame Registry. Das ist im Endeffekt so ein Interface, in dem mehr oder weniger nochmal alles drin ist. Das Interface ist quasi auf der Client, auf der Plugin-Seite. Und die eigentliche Implementierung natürlich nicht. Genau, deswegen sieht das so aus, wie es aussieht. So, das Public braucht man nicht. Hier ist immer alles im Interface defaultmäßig public. So. FLQZ, an dich auch einen wunderschönen guten Tag. Willkommen im Stream. So. Ja, mit Java schlägt man sich schon manchmal rum, aber in C++ kann man sich auch rumschlagen. So ist es nicht. Also es ist nicht so, als könnte man sich in C++ nicht rumschlagen. Also ich kann das definitiv. Wenn man dann irgendwie, es kann haarig werden, durchaus. Also das würde ich jetzt so nicht zustimmen. Ob jetzt Java ätzender ist als C++, da kann man sich von mir aus drüber streiten, aber es ist auf jeden Fall nicht so, dass C++... dass man sich da nicht manchmal auch mit rumschlagen müsste. Das passiert durchaus auch. Blind vor Liebe, ja, das kann sein. Das wird es wahrscheinlich sein. So, ach, hier muss ich den Quatsch auch noch hinzufügen. Die ganzen beschissenen Tests hier drin. Ich habe, als ich angefangen hat mit dem Projekt, da dachte ich, es wäre vielleicht eine gute Idee, Tests zu schreiben. Es war eine beschissene Idee, die sind echt nur nervig. Naja. So. Die werden natürlich noch nirgends aufgerufen. Hier möchte ich entsprechend natürlich ein Override hinzufügen. Jawohl, dann passt das eigentlich tatsächlich schon. Und jetzt könnte man sagen, dass jede Entity eine Entity Description geben muss. Das heißt, Entity Description get Description. Oh, das muss man natürlich dann erstmal implementieren. Oder auch nicht. Das ist nicht gut. Okay, doch nicht jede Entity. Das ist falsch. Ich sollte mir da mal ein besseres Naming-Scheme überlegen. Denn das Problem ist, Entity ist halt gerne so das Grundelement, was man hat. Das ist im Endeffekt so ziemlich alles, was man irgendwie in der Spielwelt rumfliegen hat, eine Entity ist. In dem Fall möchte ich aber eigentlich
sagen, dass es Einheiten sind, die sich bewegen können. Das heißt Astronauten, irgendwelche anderen Einheiten, ja, was weiß ich halt. Raumschiffe zum Beispiel, alles, was sich irgendwie bewegen kann und so Zeug. Ja, man könnte die Movable Entity nennen oder sonst ein Quatsch. Puh, ja, keine Ahnung. Wird sich noch zeigen. Aber jetzt könnten wir hier sagen, dass wir vielleicht hier hinzufügen. So, da sind wir nämlich an den richtigen Stellen jetzt. Wir haben einerseits den Astronauten. Der muss eine Entity Description zurückgeben. Und das kann man hier einfach inline machen. Das heißt, Private Class Description Implements Entity. Ah, nee. Okay, das ist eine. Müssen wir extenden. Das ist eine abstrakte Klasse und kein Interface. So, und dann implementieren wir hier diese Methode. Und dann kann man, glaube ich, hier Name ist gleich Astronaut. Description ist gleich Astronaut unterstrich Description. So, überall das R vergessen. Genau, und dann hier können wir einfach sagen, New Astronaut, und der bekommt hier X, der bekommt Y, der bekommt ein Asset Manager, das muss man anders machen, ein Typ, machen wir erstmal Normal, und eine ID. Wir müssen irgendwie noch zusätzliche Informationen hier reingeben können. Das müssen wir eigentlich ähnlich machen wie in der Building Description. Ich glaube, da hatten wir das auch gemacht. Und zwar, dass wir hier zusätzlich... War das hier? Gehen wir mal auf die Start Rocket. Die müsste das, glaube ich, haben. Genau, Encode. So, wo kommt das her? Ja. Ah ja, das Building selbst ist data serializable. Okay. Das machen wir also auch noch. Das heißt, wir gehen in eigentlich unser Fixed-Size-Grid wieder, wo auch immer hier ist es. Ah ne, wir müssen es. Kann man das so machen? Ja, genau. Also, wir extenden hier diese beiden Dinge. Und dann können wir nochmal Custom-Dinge hinzufügen. Das heißt, zum Beispiel im Astronauten. Wobei, eigentlich sollte das... Ja, nee. Das ist schon richtig so. Okay. So, das heißt, hier encoden wir zum Beispiel einfach mal noch... Was brauchen wir noch? Den Typ, ja. Output. White int. Type. Huch, der hat doch einen. Hat er keinen Typ? Ach, der Typ wird gar nicht gespeichert. Ja, das müssen wir ändern. Den müssen wir speichern. Type. Punkt Ordinal, genau, damit kriegen wir hier das Enum als ein Int im Endeffekt. Und hier sagen wir dann, this type ist gleich Input with Int. So, nur leider funktioniert diese Reihenfolge nicht. Irgendwie kann man das Type Punkt Values... An der Stelle read int. So geht es, glaube ich. Das werden wir uns später in einen Helper packen. Vermutlich. Naja. Wenn C++ pH-Wert 7 wäre, dann wäre Javas pH-Wert 0. So ätzend ist Java.
Na, 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 na. Von mir aus, wenn wir C++ auf 7 setzen, dann ist Java von mir aus vielleicht 5 oder 4 von mir aus noch, aber niedriger nicht. PHP, da können wir drüber reden, wo der pH-Wert ist. Oder was gibt's denn Ätzendes? Scratch, da können wir über den pH-Wert reden. Scratch ist so eine schöne Sprache. Naja, Huch, das haben wir schon. Description müssen wir noch ganz kurz zurückgeben. Klappt das hier? Kann ich das irgendwie? Ich glaube, das klappt nicht, ne? Ich müsste dann wahrscheinlich hier. Ich glaube, es gibt da eine bessere Möglichkeit für. Vielleicht aber auch nicht. Dann gehen wir einfach hier die Description zurück. Ich meine, da ging irgendwas. Wie mache ich das denn zum Beispiel in der Pipe habe ich sowas in der Richtung, glaube ich. Item Description, Item Type. Pipe Data, genau das meinte ich. Ja, hier haben wir die Pipe Data. Und dann mache ich mit denen hier noch irgendwas. Nee, okay, das funktioniert doch anders, als ich in Erinnerung hatte. Naja, gut. Lassen wir es erstmal so. Das stört jetzt eigentlich nicht wirklich. Is never assigned. Das muss anders gehen. Das ging irgendwie besser. Aber so müsste ich das eigentlich so. Oder geht es so, wenn ich das einfach static mache? Expression expected. Das klappt auch nicht. Ja. Na gut, machen wir es erstmal so. Der pH-Wert von PHP ist 80. Weil P den ASCII-Code 80 hat. Aha, okay. Sehr interessant. So, wobei ja, das Ganze wäre ja dann stark alkalisch, wobei so weit geht es ja eigentlich gar nicht, aber das wäre ja eher die alkalische Richtung, oder? Glaube ich. Chemie ist schon wieder ein bisschen zurück. Habe ich seitdem auch nicht wirklich gebraucht. Okay, Astronaut ist unsere einzige Entity. Das stimmt so aber auch nicht ganz, oder? Wir haben noch unsere Rocket, die ein Spaceship implementiert und die implementiert wiederum eine. Ah, so eine Entity. Ja. Habe mir den Witz selbst lustiger vorgestellt. Ja, das tut mir wirklich leid, ja. PHP ist so seifig und auch Basenätzen. Okay, das stimmt. Ja, dann hast du wahrscheinlich recht. Ah, hier kann ich gar nicht drauf zugreifen. Ja, wir brauchen mal hier eine gescheite Entity. Ich glaube, ich nenne das wirklich irgendwie Movable Entity für jetzt. Stimmt. Wobei, fällt mir da noch ein besserer Name ein? Wahrscheinlich nicht. Aber muss erstmal reichen. Muss erstmal reichen. Dann können wir nämlich hier so ein bisschen was zusammenfassen. Die extendet natürlich erstmal die normale Entity. Das ist ja klar. Und zusätzlich Data Serializable. Das dürfte eigentlich erstmal reichen. Dann gehen wir in unser Fixed-Sized Grid und kopieren uns noch diese beiden Dinge raus.
So, Get Position haben wir noch zusätzlich. Und Get Description brauchen wir auf jeden Fall auch. So, jetzt sind wir aber in einem besseren Zone. Dann können wir hier nämlich sagen, Movable Entity. Und im Falle vom Astronaut, ja, der ist ein Worker. Ja, da wird es schon wieder etwas ätzender. Wir sagen erstmal, das ist eine Movable Entity. So. Und dann gehen wir im Fixed-Size-Grid hin und entfernen den, das Ganze hier komplett. Und stattdessen sagen wir hier Extends Movable Entity. So. Das sollte passen. Genau. Und jetzt beschwert er sich nämlich hier auch, dass da ein bisschen was fehlt. Primär hier diese Entity Description. Static Class Entity. Einfach nur Description. Extends Entity Description. Name gleich. Rocket erstmal einfach. Description ist gleich Rocket. Description. Und jetzt müssen wir noch eine Methode implementieren. New Rocket. Und die bekommt einfach nur die ID rein. So. Hier müssen wir es entsprechend auch ändern. Und hier unten brauchen wir jetzt auch die Movable Entity. So, wir müssen noch ganz kurz in der Rocket, die ist ja noch nicht ganz fertig. Wir benötigen hier noch die Private Static Description. Description. New Description. Oder müssen die noch zurückgeben? Ach, den Teil kann man wegnehmen, wenn der Worker schon so eine Entity ist. Weil, wenn wir es vorher so gemacht haben, mache ich es auch so. Es hat nämlich seine Gründe. Denn Worker, wobei Worker sind eigentlich auch movable. Nee, das ergibt doch gar keinen Sinn. Weg damit. So. Ja, ich glaube, wir sind jetzt aktuell in einem Stand, wo wir tatsächlich kompilieren. Das ist schon mal nicht schlecht. Ja, wir können es gerne mal testen eigentlich. Ich wäre schon froh, wenn es einfach nicht abstürzt. Schauen wir mal. Weil passieren sollte noch nicht wirklich was. Dafür haben wir noch nicht genug eingebaut. Ja, wir müssen nochmal was ändern. Aber es stürzt nicht ab. Das ist ja schon mal was. Wir haben jetzt natürlich hier keine... Doch, wir haben noch eine Rocket. Achso, die haben wir noch nicht rausgemacht. Ja, okay. Die ist also noch hier. Wir müssen zunächst mal unsere Rakete und so weiter... ja, eigentlich... registrieren. So, das fehlt nämlich noch. Und das machen wir einfach mal ähnlich wie zum Beispiel in der Building Description. Das heißt, ich glaube, ich werde das Ganze tatsächlich doch nochmal ein bisschen umbasteln. Wir haben entsprechend zum Beispiel so etwas. So. Hier haben wir jetzt allerdings die Rocket.
Also richtig praktisch ist er auch nicht. Denn dann müssen wir halt alles andere auch. Ja, ich bin mir da tatsächlich selbst noch nicht. Wir müssen es auf jeden Fall registrieren. So viel ist klar. Normalerweise mache ich das gerne hier an einer zentralen Stelle. Das Problem ist, dass das in der API ist. Das macht die Sache etwas ätzender. So, das heißt hier drin, gehen wir einfach mal hin. Sagen Game Get Event Manager Register. Damit können wir es machen. Ja. Das ist besser. Register Entities. Wobei, nee, halt mal. Ich will doch nicht den Event Manager. Ich mache schon wieder sehr viel Quatsch hier. Stattdessen brauchen wir ja Game Registry. Register Entity. Ja, wir müssen es so rüber machen. Und dann haben wir hier die Rocket. Wir haben ja gar keine Rocket-Instanz, das ist das Problem. Natürlich. Warum muss sie jetzt einen blöden Körper haben? Ja, gut, okay. Ich weiß warum. Das sind in der Tat die Stellen, wo man wo Java ein bisschen ätzend wird manchmal, aber es hat zumindest alles irgendwelche Gründe. ich hoffe mal, wir können das überhaupt überschreiben. Oder könnten das einfach public machen, kurz. Ja, warum nicht? Machen wir es einfach public. Ich bin da tatsächlich nicht so, dass ich da immer versuche, alles schön gekapselt zu halten oder so. Wegen mir kann man da durchaus auch mal was public machen. Das ist da eigentlich nicht das Riesenproblem. Zumindest für mich. So. Kann nämlich darauf zugreifen. Rocket Description, Game, Get Registry. Register Entity. Und dann haben wir noch den Astronauten mit der Description. Und das beides muss natürlich genauso auch in die Server runnable. Hier steht auch noch schön hier temporary, ja bla. Es sollte mir eigentlich dann, wenn wir das schon noch hier drin lassen, dann hier reinmachen. Nachdem wir das registriert haben. So, alles klar. Dann dir auf jeden Fall noch viel Erfolg beim Lernen. Und bis zum nächsten Stream dann. Gut, das ist also jetzt registriert. Da fehlt jetzt eigentlich nicht mehr so viel. Jetzt muss man eigentlich noch im Create Entity Event sagen, dass wir zusätzlich eine Public Entity Description haben. Description. Und hier drin natürlich zusätzlich die Description erwarten. Und zunächst mal
Wir haben ja das Ganze hier als String übergeben, und zwar Description Name. Und hier sagen wir this Punkt Description ist gleich Network Translator Punkt Get Registry Punkt Get Registered Entity Input Read UTF. Das heißt, erstmal werden wir die übergeben wird oder senden wir quasi mal die Namen der Entities. Das heißt, in dem Fall wird ein Rocket gesendet werden oder Astronaut. Und darüber kann ich das auflösen. Später wird das Ganze auch in so ein ID-System umgewandelt, wie hier in diesem Network Translation Helper. Der kümmert sich darum, dass das Ganze dann später als ID übertragen werden kann und nicht nur als, als String. Weil eine ID ist natürlich deutlich kleiner als ein String. So, alles klar, Momo. Dann bis bald mal wieder in einem weiteren Stream oder so. Ja, jetzt wo wir das haben, müsste er sich wieder beschweren. Genau, denn wir müssen hier auch noch die Rocket Get Description rübersenden. Und unten haben wir nochmal ein Problem. Entity. Punkt. Und hier haben wir jetzt die falsche Entity. Wir brauchen natürlich eine Movable Entity. Get Description. So. Jetzt muss man nur aufpassen, dass der hier... Ach, okay, das stimmt schon. Ob ich jemals zum Auskommentieren von großen Codeblöcken if 0 verwendet habe? Ich nicht, nee, tatsächlich nicht. Ich nutze eher die Variante mit dem... den normalen Multiline-Comment, ne? Den hier. If 0 ist natürlich eigentlich ein bisschen nützlicher, weil... C++ hat ja kein Comment-Nesting. Das heißt, wenn ich einen großen Block auskommentieren möchte, indem ich schon solche Block-Kommentare drin habe, dann dürfte die if-null-Variante eigentlich sogar sinnvoll sein. Könnte man vielleicht tatsächlich mal öfters verwenden, als ich das bisher gemacht habe. Naja. So, hier drin haben wir bisher noch Hardcoded Rocket for Now. Das lassen wir auch erstmal noch so, aber diesmal möchte ich schauen, ob wir hier vielleicht das richtige Ding mit drin haben. Die richtige Description. So, FLQZ ist auch wieder da. An dich natürlich auch wieder ein Willkommen zurück. So. Welche moderne UI-Library ich für JavaFX empfehle? Ehrlich gesagt, da kenne ich mich zu wenig aus. Ich habe tatsächlich mit so GUI-Bibliotheken bisher nicht wirklich viel am Hut gehabt. Das Einzige, was mir noch was sagt, ist Swing. Aber ich glaube, war JavaFX das Replacement für Swing oder war es andersrum? Na, also, wie gesagt, ich kenne mich da leider wirklich gar nicht aus. Also, da fragst du leider den Falschen. Irgendwann habe ich mal in so einer Bibliothek gemacht, aber ich habe ernsthaft schon wieder vergessen, wie die hieß. Also, das kann ich dir echt nicht sagen. So, Event Description, da haben wir hier die Rocket Description. Das ist sehr schön. Das heißt, hier an der Stelle können wir eigentlich auch schon hingehen und das Ganze etwas ändern. Das heißt, wir sagen Game, Add Entity, Event ID, Event Description, Instantiate, Event ID, Event.x, Event.y. Ja, das sind ja. Die haben eigentlich immer Positionen, ja. Das ist schon sinnvoll, dass wir es mit rübersenden. Das heißt dann aber, dass wir das Ganze noch hinzufügen müssen. Am besten als Floats. Hoch. Wir könnten es auch direkt von der Entity abfragen. Hm.
Rocket.getPosition.x Rocket.getPositionY. Entity getPositionX und Entity getPositionY. So, ich will das ganz kurz schauen. Hatte die Rocket überhaupt schon ein getPosition implementiert? Ja, okay, gut. Ach so. Die Rocket bewegt sich natürlich immer auf Ganzzahlen. Na gut, dann casten wir einfach erstmal. In der Tat eher ein Sonderfall. Wobei. Ja, das Problem mit dieser Ganzzahlbewegung ist halt, dass wir damit keine Bewegung kleiner als eine Einheit pro Sekunde machen können. Und das ist doch etwas wenig. Ob ich erklären kann, was Inline heutzutage in C++ macht? Wirklich erklären kann ich es nicht. Ich glaube, ich würde es so beschreiben. Es ist eine ganz unabhängige Empfehlung für den Compiler, vielleicht zu überlegen, das zu inline, aber das macht er so oder so, wenn er will. Also eigentlich hat es wirklich keinen Sinn. Es gibt so ein Force Inline, was man nutzen kann, wenn man wirklich erzwingen will, dass es geinlined wird, aber auch das ist eher unnötig, weil die Compiler in der Regel, zumindest wenn sie optimieren sollen, alles so oder so inline, was irgendwie sinnvoll ist. Ja, von dem her eigentlich ist es unnötig. Also inline braucht man nicht wirklich. Es hat, glaube ich, aber tatsächlich einen kleinen Unterschied macht es tatsächlich. Ich hatte das neulich. Und zwar war das irgendwas mit der Kompilierung. Ich weiß nicht mehr genau, was das war. Ob man es dann irgendwie nicht mehr vordeklarieren musste oder durfte es irgendwie mehrfach deklariert werden dann? Ich weiß nicht mehr. Irgendwas war, was ich selbst gewundert hatte, dass das doch eine Auswirkung hatte. Ich weiß aber nicht mehr genau, was es war. Und ob das so, vielleicht auch einfach nur, es kann sein, dass es irgendwie was, ein ganz anderer Grund war. Keine Ahnung. Aber ich hatte das Gefühl, dass es da irgendwas war da. Irgendeine Änderung gab es da plötzlich. Und es hat in dem Moment auch ein bisschen Sinn ergeben, aber ich hab's schon wieder vergessen, was es war. So, hier mache ich mal eine ganz kurze Sache. So, das machen wir mal. So, und dann möchte ich noch eine letzte Sache kurz testen. Und zwar in den Entity, nee, in die Registry will ich. Ja. Assign Textures. Genau das meine ich. So. Was Inline in C++ macht. Ja, ich kann mal schauen, hat sich tatsächlich was geändert. So. Ich weiß noch nicht, ob das jetzt hier wirklich das Neueste ist. Schau mal. Hier, das sieht besser aus.
Aha, ich kann es mal ganz kurz hier rüberpacken. Sehr interessant. Seit C++ 17. Okay, das ist also wirklich sehr neu. Ah, genau. Das ergibt aber natürlich auch Sinn. Die Inline-Function muss in der aktuellen Translation-Unit definiert sein. Einfach weil das, dadurch, dass es ja inline ist, muss ja der Code quasi vorhanden sein. Das heißt, ich kann es nicht irgendwie vordeklarieren und erst in der Linking-Stage rum experimentieren, sondern wenn ich sage, es ist inline, dann muss es in der Translation-Unit entsprechend definiert sein. Genau, das war's. Aber was dadurch geht, das ist das Tolle, ist, dass ich dann hier quasi in jeder Translation Unit darf ich das dann neu definieren, oder muss ich eigentlich sogar, wenn ich es dort verwende. Das heißt, für die Fälle, dass ich das dann in mehreren Translation Units habe, ist es eigentlich kein Problem. Das heißt, auf gut Deutsch, wenn ich zum Beispiel, und das ist auch direkt der Grund, warum es bei mir so gut funktioniert hat, fällt mir gerade erst auf, ist gar nicht unnötig, dass ich das mache. Hier zum Beispiel, in meiner math.h, ja, man sieht schon, das ist eine Header-Datei. Und hier habe ich entsprechend auch die ganzen Operationen definiert. Und hier jeweils eben entsprechend immer mit einem Inline vorne dran. Das heißt, in dem Fall kann ich das eben von verschiedenen Orten aus inkludieren. Und habe quasi immer auch eine Definition von den ganzen Funktionen mit drin. Was in dem Fall aber kein Problem ist, dadurch, dass es geinlined ist. Das macht es mittlerweile. Und für solche Mathe-Funktionen ist es auch sinnvoll, dass sie geinlined sind. Die Musik stört dich. Ja, das tut mir wirklich sehr leid. Ich dachte, das ist deine Lieblingsmusik. So. Genau. Das macht Inline, ja. Ja. Ja, hier steht's auch. There may be more than one definition of an inline function. Mich wundert so ein bisschen, dass hier überall since C++ 17 steht, weil das, ich kompiliere bei mir eigentlich mit C++ 11. Aber ich schätze mal, dass die, kann es sein, dass dieses, die Inlining-Funktionalität, sprich, dass der Compiler überhaupt den Code inlined, dass das quasi eigentlich entfernt haben, seit C++ 17 und stattdessen nur noch diese Eigenschaften hier beibehalten. Ja, keine Ahnung. Auf jeden Fall sehr interessant. Die unteren Teile des Artikels. Du meinst hier die Notes oder... Ja, hier sagen sie halt, ja, das ist natürlich klar, dadurch, dass es in verschiedenen Definitionen oder verschieden definiert sein kann in den Translation Units, kann es natürlich zu komischem Verhalten führen. Das ist relativ logisch. Es funktioniert nicht im Blockscope. Okay, das brauche ich eigentlich so oder so nicht. Ja gut, sie dürfen nichts nochmal neu deklarieren oder definieren, was schon vorhanden ist. Auch recht logisch eigentlich. Wobei ich jetzt nicht weiß, wie das dann mit dem Funktionsüberladen aussieht. Aber vermutlich ist es egal. Es geht hier nur ums Deklarieren. Okay. Okay, also die impliziten Sachen sind immer inline, aber das macht in dem Fall eigentlich nichts. Dadurch, dass ich, wenn die generiert werden, ist der Code eigentlich so oder so in jeder Translation Unit gleich. Wobei, was ist, wenn ich mit Präprozessor-Direktiven arbeite? Ah, nee, das ist Quatsch, das ist auch Quatsch. Die sind ja dateibasiert quasi. Ja, das ist auch egal. Default Arguments. Aha.
Aha, okay. Interessant, okay. Naja, also wie gesagt, ich habe das tatsächlich selbst schon ein bisschen verwendet in die Richtung, aber ansonsten. Wie kann man bei C-Sharp die Anwendung responsive machen? Das kommt wahrscheinlich auf die Bibliothek an und alles. Ja, also kann ich dir nicht direkt sagen. Das kommt darauf an, was du genau verwendest. Und. Ja, an sich, ich meine, jetzt zum Beispiel, wie ich es gemacht habe, ist eigentlich recht simpel. Ich kriege immer Events rein, wenn geresized wird, und in dem Moment, ja, scale ich dann im Endeffekt meine Elemente einfach. Entsprechend, mehr mache ich nicht. Und ich schätze mal, dass es bei, also wenn du da in C-Sharp irgendeine Bibliothek verwendest, die macht es vermutlich sogar mehr oder weniger für dich. Da musst du vermutlich nur angeben, wie es funktionieren soll. Höchstens du zeichnest wirklich alles selbst, die Bedienelemente und so weiter. Wenn du das machst, dann musst du, wie gesagt, halt schauen, wenn es ein Resize-Event gibt, dann musst du natürlich die Größen neu berechnen, wie auch immer du sie berechnest. Wenn ich zum Beispiel hier, kann ich mal ganz kurz zeigen, wenn ich das mal hier starte, in dem Fall hier haben zum Beispiel meine Buttons eine feste Größe. Wenn ich es jetzt vergrößere, ist es immer noch gleich groß. Ich zentriere es quasi nur auf dem Bildschirm. Das mache ich jetzt hier in dem Fall. Und dann sieht man halt hier ganz schön, ja, in dem Fall, sobald ich es kleiner mache, dann ist es auch tatsächlich zu klein. Aber an sich bleibt es eigentlich immer gleich groß. Ja, also eigentlich ist es gar nicht wirklich schwer. Was ich bei dir bei C-Sharp für eine Library empfehlen kann, mit C-Sharp habe ich noch weniger Erfahrung als mit Java. Aber, also ich schätze mal, dass da so eine Microsoft Dingen gibt. Das wird halt wahrscheinlich dann nur auf Windows funktionieren, aber dann könntest du mal reinschauen. Aber da kann ich dir wirklich nicht groß weiterhelfen. Also müsstest du dich selbst auf die Suche begeben. Aber da wird es sicherlich was geben von Microsoft, was du direkt verwenden kannst für C-Sharp. Da bin ich mir ziemlich sicher. Und ich schätze mal, dass es auch halbwegs gut nutzbar ist. Also halbwegs angenehm zu verwenden. Bei Microsoft APIs weiß man das nie, aber. Naja, ich glaube, es nutzen einige, also von dem her, da gibt es ja dieses NET-Zeug-Quatsch-Ding da, keine Ahnung. Also wie gesagt, musst du mal schauen, da wirst du sicherlich fündig. Microsux Windows, ja genau, das meine ich. Dieses wunderbare Betriebssystem. Naja, gut, also für heute soll es das dann gewesen sein. Wir haben ja schon ein bisschen früh angefangen, von dem her. Ja, nächstes Mal werden wir dann hoffentlich. Ja, mit den Einheiten noch ein bisschen weiterkommen. Und wer weiß, vielleicht schaffen wir es auch schon, dass die Astronauten dann entsprechend Gebäude bauen. Mal sehen. Dann bis nächste Woche in einem weiteren Stream. Oder mal schauen, ja, was für Tutorials am Samstag und Sonntag kommen. Weiß ich noch nicht. Muss mal schauen. Habe ich bisher noch nichts aufgenommen. Also, sollte ich mich morgen mal ransetzen. Naja. Aber vielleicht kommt tatsächlich noch ein Mathe für Spieleentwickler-Video direkt am Wochenende. Mal sehen, wenn ich es hinbekomme. So, genau. Also dann euch allen noch einen schönen Abend und ciao.